Hallo, herzlich willkommen heute Abend zu unserem Infoabend mit Christian Krämer hier an meiner Seite und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes an meiner Seite. Er sitzt nämlich direkt nebenan, also das heißt, er kann mich jetzt sogar hören. Zu unserem Thema Krankheiten aus dem Familiensystem. Mein Name ist Julia Groß, ich bin die Fachbereichsleiterin hier im ZFN für den Fachbereich der Naturheilkunde und eben somit auch für diesen Infoabend beziehungsweise dieses Seminar, was wir dann eben abhalten werden mit Krankheiten aus dem Familiensystem, wo man natürlich erstmal denken könnte, ist ja eigentlich eher ein psychologisches Thema, was hat der Fachbereich Naturheilkunde damit zu tun? Aber wir wollten eben wirklich ganz speziell für Sie als Heilpraktiker, als Therapeuten eben auch dieses Tool mit zur Verfügung stellen. Dieser Kurs, der wurde das erste Mal hier veranstaltet bei uns noch als Präsenzkurs, das war noch vor Corona. Unglaublich spannendes Thema, es waren viele Teilnehmer dabei und es war auch wirklich sehr nachhaltig, es waren zwei Wochenenden. Und durch diese Corona-Krise, die wir ja nun hatten, durch die wir ja nun alle durch mussten und wir als Schule, die eigentlich nur von Präsenzunterrichten gelebt hat, musste ja jetzt recht schnell neue Wege finden und natürlich auch eben die Kurse, die damals bei uns sehr erfolgreich gelaufen sind, eben da haben wir halt überlegt, können wir das eben auch online anbieten? Und da haben wir, Christian und ich, haben da viel drüber geredet und haben festgestellt, ja, das geht prima. Das schaffen wir und insofern ist das jetzt die Premiere, dass wir dieses spannende Thema eben online anbieten können und somit eben auch an viele, viele Leute weitergeben können. Das heißt, wir sind nicht mehr nur auf den regionalen bayerischen Raum beschränkt, sondern sie sind wirklich jetzt ja überall, können wir loslegen. Und das ist wirklich sehr schön und der Christian macht das, wie ich ja jetzt auch selber weiß, ganz, ganz toll. Und Christian ist eh ein Dozent, der bei uns sehr viele Unterrichte macht in unserer Phytotherapie-Ausbildung, dann die Regelkreise jeden Montagabend. Aber da kommen wir ja nachher natürlich auch noch ganz explizit drauf zu sprechen, wenn du dich vorstellst, Christian. Aber das nochmal so als kleine Einleitung schon mal vorweg. Christian, wie ich eben schon sagte, Christian ist schon viel, viel länger am ZFN als ich. Also das heißt, ich habe meine Heilpraktika-Ausbildung hier vor 15 Jahren gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du da schon da warst. Nee, noch nicht. Warst du noch nicht. Aber seitdem ich arbeite seit 3 Jahren hier, bist du eben fester Bestandteil unseres Dozententeams, eben früher EAV, als es noch in Präsenz ging. Aber gerade eben haben wir die neuen EAV-Termine auch konzipiert für nächstes Jahr. Das heißt, wir sind auch wirklich sehr frohen Mutes, dass wir wieder in Präsenzunterricht gehen dürfen. Also insofern haben wir schon viel miteinander erlebt hier. Wie gesagt, die EAV-Kurse, wir haben die Regelkreise, vorher eben in Präsenz, jetzt online. Aber auch natürlich in der Phytotherapie-Ausbildung, da du ja eh Gärtner bist oder warst, hat sich das natürlich angeboten. Aber ich glaube, noch viel besser kannst du das selber erzählen, was du alles gemacht hast und warum du wirklich prädestiniert bist, diese Kurse hier bei uns anzubieten. Danke dir, Julia. Von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Infoabend. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich dabei seid. Auch ich darf mich ganz kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin hier in München geboren und auch jetzt als Heilpraktiker niedergelassen, wobei ich zu 70% in Italien lebe und immer wieder kräftig am Hin- und Herpendeln bin, was in der jetzigen Zeit nicht so einfach ist, aber ich finde immer wieder Lösungen, dass es möglich ist. Und habe in Italien eine Zweitpraxis gegründet, wo ich hauptsächlich naturheilkundliche Beratungen anbiete. Und wir haben eine kleine Landwirtschaft, wo einfach mein erster Beruf, den Julia schon erwähnt hat, wirklich vollen Herzens ausleben kann. Wir haben Oliven und Wein, den wir kultivieren. Und die Liebe zu den Pflanzen und zur Pflanzenheilkunde konnte ich jetzt seit 2 Jahren jetzt bieten wir die Phyto online an, fast jetzt schon. Und es macht unheimlich viel Freude, es zusammen mit dem Andreas Holzknecht zu machen. Und ich bin über die Naturheilkunde zum systemischen Aufstellen gekommen, weil ich gemerkt habe, in der Praxis habe ich nur bedingt Erfolge.
wenn ich Körper und zum Teil auch Psyche behandle, und habe dann gemerkt, ich möchte es fehlt was in auf diesem Heilweg für meine Patienten und Patientinnen, und bin dann selbst als Teilnehmer einfach in einem Seminar gelandet, wo es um diese systemischen Aspekte ging. Ich erzähle euch ja gleich ein bisschen mehr davon. Und das hat mich von vornherein sehr, sehr bewegt. Ich habe die Kraft in dieser Arbeit, und die verknüpft ist mit diesem Werkzeug, selbst erlebt mit meinen eigenen inneren Prozessen, und habe dann über die Jahre hinweg eine Möglichkeit gefunden, auch in der Anamnese, und das stelle ich euch ja nachher auch nochmal ganz kurz vor, also nicht nur eine klassische naturheilkundliche Anamnese zu machen, sondern eben diesen systemischen Aspekt in Form von einem Genogramm mit einzubauen und Brücken zu schlagen zu den Symptomen und zu den Krankheiten. Und das finde ich nach wie vor sehr faszinierend und sehr bewegend. Und alleine dadurch, dass ich das meinen Patienten, Patientinnen bewusst mache, wie die einzelnen Themenbereiche zusammenhängen, passiert Heilung und passiert etwas ganz Faszinierendes, dass wieder ein Zugang entsteht zu den Gefühlen, zu den Emotionen, und über die Erkenntnisse, weil es ist ja eine unbewusste Ebene, die wir berühren, das erwähne ich auch, werde ich auch immer wieder nochmal betonen. Das heißt, es sind Dynamiken, die an uns ziehen, die uns blockieren, die wir nicht zuordnen können. Und in dem Moment, wo sie uns bewusst werden, können wir die lösen. Und das ist was ganz, ganz Faszinierendes. Und ich habe, wie Julia vorhin auch schon erwähnt hat, eine Möglichkeit gefunden, naturheilkundliche Produkte und naturheilkundliche Themen einzusetzen, um diese Dynamiken aufzulösen. Das heißt, wir werden über die sogenannte systemische Homöopathie sprechen, wir werden über den Einsatz von Nosoden sprechen, wir werden über Heilpflanzen sprechen natürlich, die die Fähigkeit haben, diese Seelenebene heilsam zu berühren und uns zu stärken, einfach diesen inneren Weg zu gehen. Wir werden über Schlangenmittel sprechen, jetzt nicht zu verwechseln mit Horvi, über die der Andreas ja auch berichtet hier am ZFN, sondern über homöopathische Schlangenmittel, und wir werden auch über sogenannte Energiemittel sprechen, wo wir einfach diese inneren Prozesse unserer Patienten gut begleiten können. Und so auch natürlich chronische Erkrankungen auch von dieser Seite her beleuchten. Ihr seht hier in der Folie, ich unterrichte hier am ZFN jetzt seit circa 13 Jahren. Von daher haben wir uns gerade ein paar Jahre verpasst, Julia. Die Elektroakupunktur auch nach Dr. Voll, also einfach ein diagnostisches Verfahren, wo wir eine Meridiantestung durchführen, wo ich natürlich auch diese Aspekte mit einbeziehe und die Regelkreise, die mir sehr am Herzen liegen, und natürlich auch naturheilkundliche Rezepturen, hier vor allem die Zahn- und die Kopfherde, die ich hier anbiete. Ich bin viel unterwegs gewesen, wie ihr seht, Europa und Übersee, das ist wirklich nicht übertrieben. Ich war bis nach Japan unterwegs, durfte nach Finnland reisen, ich durfte in Israel Seminare geben, immer mit der Unterstützung von Organisatoren, mit denen ich befreundet bin. Und das hat sehr, sehr meinen Geist geöffnet, andere Kulturen kennenzulernen, auch zu sehen, was die in Richtung Heilarbeit anbieten, in Richtung Körperarbeit, ganzheitliche Therapien. Und ich habe auch wirklich an der Basis arbeiten dürfen mit dem Schwerpunkt Neurologie und Schmerzbehandlung. Ich war 8 Jahre lang
an zwei Kliniken beschäftigt mit Schwerpunkt Multiple Sklerose, Parkinson und Erschöpfungssyndrome. Und durfte da auch sehr, sehr selbstständig arbeiten und auch mein ganzheitliches Denken damit einbringen. Ja, das ist so das Wichtigste, denke ich, zu mir. Dann gebe ich dir wieder weiter, Julia. Ja, vielen Dank. Genau, jetzt als kurze Übersicht für unseren Kurs, der am 28.10., also jetzt haben wir noch fast 4 Wochen Zeit, bis der Kurs dann startet. Und es sind 6 Abende, die wir eben gemeinsam miteinander hier verbringen werden, a 2 Stunden, was 16 Unterrichtsstunden entspricht. Wir rechnen das ja immer noch um in diesen Schulstunden, in diesen 45 Minuten. Sie werden dann eben nach Abschluss auch auf Ihrem Zertifikat beziehungsweise auf Ihrer Teilnahmebestätigung das so finden, dass das eben diese 16 Unterrichtsstunden sind und somit auch 16 Fortbildungspunkte. Das ist oft sehr wichtig, weil man das ja beim Verband einreichen kann und sich dann eben Fortbildungspunkte holt. Also insofern ist das schon immer eine ganz praktische Geschichte. Die Kosten für diesen Kurs, für diese 6 Abende, sind 280 Euro. Oder Sie sind bei uns ZFM-Schüler oder Schülerin, sind es 280, genau, und 260 für ZFM-Schülerin. Wenn Sie sich jetzt nicht sicher sind, ob Sie jetzt ZFM-Schüler sind oder nicht, können Sie mich entweder anrufen oder mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich Ihnen das genau sagen. Oder Sie können sich das, es ist so, Sie sind ZFN-Schüler, wenn Sie bei uns eine größere Ausbildung gemacht haben, wie die Heilpraktika-Ausbildung, TCM-Ausbildung oder die Phytotherapie-Ausbildung oder viele, viele Kurse gemacht haben. Daher sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie unsicher sind. Wir zeichnen jeden Abend dieser Reihe auf. Und diese Aufzeichnung, die steht Ihnen auch am nächsten Tag gleich zur Verfügung. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sofort, wenn Sie beim Live-Webinar dabei waren und sagen, oh, ich muss das jetzt aber nochmal nachhören, dann können Sie es am nächsten Tag gleich machen. Sie haben auch noch nach dem Kurs, also wenn der ganze Kurs beendet ist, noch weitere 3 Monate Zeit, sich die Aufzeichnung immer wieder anzuschauen. Und Sie kriegen natürlich auch ein Skript dazu, das bekommen Sie von uns per E-Mail geschickt oder auch und auch zum Download ist es hier im Portalbereich. In diesem Bereich, wo Sie jetzt auch reingekommen sind und das Webinar gestartet haben, finden Sie dann auch die Aufzeichnung, auch des heutigen Abends natürlich. Und dort finden Sie dann eben auch die Skripte und die weiteren Aufzeichnungen der 6 Abende. Genau, wir starten immer um 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Weiß ich nicht, ob wir das immer schaffen. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger werden, genau. Ich glaube auch, vor allem, weil das ja wirklich ein so hochspannendes Thema ist, wo mit dem wirklich jeder was anfangen kann. Ich kann jetzt auch noch kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum das für mich einfach auch eine unglaublich wichtige Reihe ist, an der mir auch sehr viel lag, dass wir die eben hier veranstalten können. Ich war tatsächlich auch mal bei Christian in der Praxis und wir haben das auch mal gemacht, also diese Aufstellung mit dem Familiensystem und geguckt, wo was herkam. Und es war so unglaublich spannend, da es auf einmal, es ist jetzt vielleicht, es ging tatsächlich bis zu den Großvätern, die irgendwelche Kriegsgeschichten haben. Also darauf wirst du ja auch noch eingehen, was tatsächlich die Zeit auch vom Dritten Reich für einen Einfluss auf unsere heutige Gesundheit hat. Und das war das, was mich so wahnsinnig fasziniert hat, eben auch an diesen Konstellationen, an diesen Konflikten, die daraus entstehen, dass das so weit zurückreicht und dass ich da auch wirklich was mit anfangen konnte. Und auch viele Sachen verstehen konnte, die dann eben auch im Laufe der Zeit passiert sind oder wie es mir eben auch körperlich geht oder natürlich auch psychisch. Also insofern, sich das anzuschauen und dieses aufzustellen, wirklich, also Christian, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt und war auch wirklich nachhaltig. Also insofern, kleiner Exkurs in das, was wir schon miteinander erlebt haben und warum wir unbedingt diesen Kurs hier anbieten wollen. Hier sehen Sie nochmal die Termine alle auf einen Blick. Wie gesagt, 28.10. geht's los, 9.12., also rechtzeitig zum Advent für die Weihnachtsvorbereitung sind wir fertig, was eigentlich auch eine ganz gute Zeit ist, sich das Familiensystem vorher anzuschauen, bevor es dann in die Weihnachtszeit geht. Vielleicht kann man das schon etwas manchmal mit weniger Konflikten dann auch durchstehen. Genau, das sind die Inhalte, die Sie erwarten. Von meiner Seite her bin ich jetzt eigentlich
mit meinem Part hier fertig. Wenn Sie Fragen zur Organisation haben, wie Sie das vielleicht auch mit anderen Kursen kombinieren können oder zu anderen Kursen von Christian. Ich bin hier, ich höre die ganze Zeit zu, ich beantworte sehr gern Ihre Fragen. Entweder rufen Sie mich direkt an, meine Telefonnummer schreibe ich gleich nochmal in den Chat, oder Sie fragen mich auch im Chat, also ich lese die ganze Zeit mit. Und auch wenn Sie an Christian Fragen haben, schreiben Sie die eben auch sehr gerne in den Chat rein. Christian beantwortet sie dann gleich. Oder im Nachhinein, wenn es dazu passt. Ne? Genau. Aber dann, Christian, starte du und erläutere genau, worum es geht. Und dann steigen wir einfach schon mal ein. Genau, dass wir unsere Zeit nutzen jetzt. Ich nutze jetzt die Zeit. Einiges vorbereitet habe jetzt. Definitiv, ich habe es gesehen. Also bin ich jetzt auch still und du bist dran. Vielen Dank, Julia. Danke für deine Einführung. Ja, ich starte mal und ich möchte euch jetzt einfach in dieser Stunde, die wir vor uns haben, gerne ein paar wichtige Dynamiken, Wirkkräfte vorstellen. Ich möchte euch ein bisschen verdeutlichen, wie hängen Schicksale zusammen und welchen Einfluss haben sie auf unsere Gesundheit. Wie können wir denn uns befreien aus diesen Verstrickungen, wie wir das in der systemischen Arbeit nennen? Und welche therapeutischen Ansätze gibt es? Wir machen natürlich keine praktische Aufstellung, dazu müssten wir zusammen sein. Aber was ein ganz, ganz großer Schwerpunkt sein wird, jetzt auch in diesen 6 Abenden, wo ihr hoffentlich nach diesem Abend noch mehr Lust gekriegt habt, auch mit dabei zu sein, ist, wie zeichne ich ein Genogramm? Ich habe einfach dieses Gerüst auch mitgebracht. Ich werde es gleich vorstellen. Wie schlage ich die Brücken von den Schicksalen her? Wie frage ich überhaupt meine Patienten, Patientinnen? Welche Fragen stelle ich? Warum stelle ich diese Fragen? Welche Beziehungen stelle ich her? Welche Verbindungen stelle ich her zu den Symptomen und zu den Krankheiten, die sie mitbringen? Also wie interpretiere ich das? Und welche Heilmittel setze ich dann einfach ein als Unterstützung? Welche kleinen Interventionen kann ich mitgeben? Welche Übungen kann ich mitgeben? Welche Rituale? Auch das werde ich natürlich sehr, sehr stark herausarbeiten. Wir werden Fallbesprechungen haben, die du natürlich auch mitbringen kannst, die du auch vorstellen kannst. Das geht natürlich auch sehr, sehr gut über dieses Medium-Webinar. Ich werde einige Fälle aus meiner Praxis natürlich vorstellen, so dass du ein ganz klares und durchsichtiges Bild bekommst, das auch üben kannst, diesen systemischen Blick, wie wir ihn nennen, und ihn dann natürlich auch ganz, ganz praktisch auch einsetzen kannst, egal welche Therapien und welche Behandlungen du anbietest in deiner Praxis. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben Schlangenmittel, wir haben Chakrenmittel, wir haben Heilpflanzen, die aber dadurch, dass sie als Urtinkturen hergestellt werden, auf die Seele des Menschen wirken und auf die Psyche des Menschen wirken. Finde ich immer wieder sehr, sehr bewegend, auch das herauszuarbeiten. Und die Pflanze unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, wie sie uns einfach aus ihrer Struktur heraus und auch aus ihrer Schwäche, die sie hat und die sie kompensiert hat, unsere Seele unterstützt und begleitet. Ich habe dieses Bild gefunden bei Adobe Stock, was einfach diesen Stammbaum nochmal repräsentiert, wo wir als letzte Generation hier unten, ich gehe mal mit meinem Cursor drauf, hier unten uns befinden. Wenn wir wieder Kinder haben, sind die das letzte Glied in dieser Generationenreihe. Und als ich angefangen habe, systemisch zu arbeiten, war das manchmal wie magisch, wie ein Wunder zu sehen, wie wir auf dieser unbewussten Ebene, ich habe es hier eingeklammert, und das ist immer wieder ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist keine uns bewusste Ebene,
warum wir uns eingeschränkt fühlen und belastet fühlen in unserem persönlichen Leben, was Erfolg betrifft, was unseren Beruf in Form von Berufung betrifft, was Partnerschaft betrifft, was unsere Sexualität betrifft, was unsere spirituelle Entwicklung betrifft. Und unser großes Thema ist natürlich die Gesundheit. Viele Dynamiken, mit denen wir unbewusst in Resonanz gehen, aus unserer Familie her, zu uns hinfließend, beeinträchtigen unsere Gesundheit und unsere persönliche Entwicklung in unserem ganz privaten Leben. Und ich habe euch einfach mal ein paar wichtige, das sind jetzt nicht alle Wirkmechanismen, ihr sollt ja auch Lust kriegen auf mehr, aber das sind die wichtigsten Wirkmechanismen, die auf unser Leben einwirken und die uns da beeinflussen. Und ein großer Mechanismus ist die Loyalität zu unserem Familiensystem. Loyalität ist an sich nichts Negatives, aber wenn wir uns mit einem schweren Schicksal oder mit einem frühen Tod von einem unserer Vorfahren verbinden, dann wird diese Loyalität belastend. Und ich erinnere mich an eine Situation in meiner Praxis, als das Telefon klingelte und ich hatte einen Lastwagenfahrer aus der Schweiz am Telefon, der empfohlen wurde von einem Freund von mir. Und er hat gesagt, ich stehe gerade auf dem Parkplatz und habe eine Panikattacke. Kannst du mir weiterhelfen? Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen schwierig, so übers Telefon, aber erzähl mal, was gerade los ist in deinem Leben. Und er hat gesagt, ja, in 2 Wochen werde ich 40 und meine Frau ist gerade schwanger mit unserem Sohn, also ich werde auch noch Vater. Und dann kam mir so der Impuls nachzufragen, ja, was ist denn bei deinem Vater gewesen? Und dann erzählt er mir, der ist mit 40 gestorben. Und als wir dann uns noch mehr unterhalten haben, habe ich gefragt, ja, und der Vater von deinem Vater, also dein Vater? Dann sagt er, ja, der ist auch mit 40 gestorben. Und dann habe ich einfach ja ihm nochmal bewusst gemacht, dass in ihm diese Verbundenheit zu seinem Vater und zu seinem Großvater, diese extremen Symptome wie Angst und Panik hervorrufen, aus einer ganz unbewussten Angst natürlich seiner Seele, vielleicht sterbe ich jetzt auch mit 40. Und ich erinnere mich, als mein Vater gestorben ist, den ich die letzten 2 Jahre begleitet hatte, habe ich so einen kleinen Gedanken beobachtet, den ich hatte. Das war wie so ein Aufleuchten, wo ich gemerkt habe, ich rechne gerade nach, wie viel Zeit mir bleibt, bis ich genauso alt bin wie er. Das ist einfach diese Dynamik der Loyalität. Die andere starke Wirkkraft ist, dass wir ein Grundbedürfnis haben, dazugehören zu wollen. Egal, ob das ein Arbeitsteam ist, ob das ein Verein ist. Und ein großes System ist natürlich die Familie, wo wir uns wünschen, dass wir einen Platz bekommen, wo wir im besten Sinne gesehen werden, wo wir gewürdigt sind für das, was wir sind und wo wir so geliebt werden, wie wir sind, auch mit unseren Schattenseiten. Und das meint diese Beschreibung, das Bedürfnis, dazu zu gehören. Und dann können wir uns vielleicht ausmalen, was es für eine Wirkung hat, wenn wir ausgeschlossen werden, weil wir anders sind, weil wir einen anderen Beruf erwählen als den unsere Mutter oder unseren Vater oder unsere Großeltern hatten, weil wir vielleicht mehr verdienen als unsere Vorfahren. Ich denke an einen Patienten, der statt Bauer zu werden, wie seine männlichen Vorfahren bis zurück zu seinen Ur-Urgroßeltern beschlossen hat zu studieren, Jurist geworden ist. Es ist wirklich ein Fall aus meiner Praxis. Sehr, sehr erfolgreich. Und nach ein paar Jahren ist er krank geworden und seine Praxis ging Bach runter. Und das war natürlich auch nochmal so
die Anbindung an das erste Prinzip, da spielt natürlich die Loyalität auch noch mit dazu. Aber er wurde eben auch, weil er sich beruflich so stark umorientiert hatte, von der Familie ausgeschlossen. Und über dieses fast wie ein Selbstbestrafungsprogramm ist er in seiner Arbeit gescheitert. Das Bedürfnis nach Würdigung und Anerkennung ist ein Grundbedürfnis, ähnlich wie das Bedürfnis dazuzugehören. Es hat gleichzeitig auch was Heilsames, wenn wir auch ein schweres Schicksal sehen erstmal, wahrnehmen. Wenn ein Großvater zum Beispiel im Krieg verschollen ist, dass wir ihm einen Platz geben in unserer Familie, in unserem Herzen, weil wir sonst eventuell, es ist natürlich nicht immer so, dass wir versuchen auszugleichen, aber oftmals beobachte ich das in meiner Praxis, dass wir dann ausgleichen dadurch, dass wir krank werden und wir bezahlen dann mit unserer Gesundheit. Da spielen natürlich auch Krankheiten eine große Rolle von unseren Vorfahren. Auch das ist schon eine Hilfe, wenn wir dieses Genogramm aufzeichnen, zu sehen, der Großvater hatte schon einen Herzinfarkt, mein Vater hatte Herzrhythmusstörungen und einen extrem hohen Blutdruck und ich kriege auch plötzlich Herzsymptome. Und da einfach nochmal dieses Thema beleuchten, mit was hat das Organ Herz denn zu tun auf der ganz psychischen Ebene, auf der energetischen Ebene und welche Schicksale und Dynamiken spielen da eine Rolle, die im Familiensystem passiert sind. Also ihr seht, ich versuche und ich werde versuchen, diese ganz konkreten Symptome und Krankheiten, die wir in unserer Praxis natürlich sehen und haben, in Verbindung zu bringen mit den psychischen Bezügen, mit den Gefühlen, mit den Emotionen, die zu jedem Organsystem zugeordnet sind, aber auch mit den Geschehnissen, mit den Schicksalen, die in unserer Familie passiert sind. Und ich behaupte mal, dass jeder da etwas vorzuweisen hat. Jeder hat in seiner Familie Schicksale zu verzeichnen. Und ich spreche dann immer über diesen Rucksack, den wir mit uns rumtragen, wo wir Verantwortung für etwas übernehmen, was mit uns selbst und unserem eigenen Leben nichts zu tun hat. Was ist der Antrieb? Warum tun wir das? Natürlich auch wieder ganz unbewusst, weil wir uns zugehörig fühlen wollen in unserem Familiensystem und weil wir natürlich uns mit Liebe und mit Achtung verbunden fühlen mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern und mit unseren Urgroßeltern. Diesen Punkt 5 wollte ich euch nicht vorenthalten. Was ich beobachte in meiner Praxis, dass nicht gelebte und gefühlte Emotionen unserer Vorfahren an spätere Generationen weitergegeben werden können. Ein Beispiel dazu, dass es klarer wird. Eine unserer Großmütter musste im Krieg fliehen. Die Julia hat ja schon auch diese Kriegssituationen erwähnt, die uns natürlich in Deutschland, vor allem auch in Österreich, wenn ich unterrichte, sehr geprägt hat, weil es was mit unserer Kultur und unserer Geschichte zu tun hat. Die Großmutter musste fliehen aus Pommern Richtung Westen, hatte ihre kleinen Kinder dabei. Eine dieser kleinen Kinder ist vielleicht deine Patientin, die da mitgeflüchtet ist als Kind, und die Großmutter hat während dieser Flucht 2, 3 Kinder verloren, konnte sie noch nicht mal beerdigen, weil sie über diese Näherung geflohen sind. Ich habe mir diesen Platz auch wirklich angeschaut, als ich in Polen war. Es ist sehr bewegend, dort zu sein und das auch nochmal nachzuspüren, wie es den Menschen wohl dort ging.
die Trauer konnte nicht ausgedrückt werden, konnte nicht gelebt werden. Und was wir dann beobachten an Erkrankungen, die Trauer ist eben gekoppelt an Lungen- und Bronchialerkrankungen. Das heißt, das Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Bronchiektasien, aber auch tuberkulinische Erkrankungen können sich daraus entwickeln. Wir haben dann das Gefühl, dass wie so eine Trauer uns begleitet, an unserer Seite ständig da ist, obwohl wir in unserem Leben eigentlich total glücklich sein könnten, keinen Grund haben, eigentlich traurig zu sein. Und trotzdem ist sie immer wieder da, wie so ein ständiger Begleiter. Und wir sprechen in der systemischen Arbeit dann von übernommenen Gefühlen. Das ist so ein Beispiel aus der Praxis gewesen. Wenn ich euch jetzt gleich dieses Genogramm vorstelle, das wirklich die Basis ist dieser Webinarreihe, weil wir sie einfach so genial einsetzen können in unserer Anamnese. Ich mache bei jeder Anamnese, wenn ein Patient neu zu mir kommt oder eine Patientin, dieses Genogramm. Ich frage natürlich, ob ich das darf, und ich habe noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ja, das interessiert mich nicht, sondern im Gegenteil, die sagen, boah, da hat noch nie jemand drauf geschaut, das interessiert mich, da möchte ich mehr erfahren, und kannst du mir bitte erklären, wie das zusammenhängt? Also eigentlich renne ich da offene Türen ein. Und wenn wir über diese Herkunftsfamilie sprechen, das ist auch ein Begriff aus der systemischen Arbeit, dann gehören natürlich unsere Eltern dazu, unsere eigenen Geschwister natürlich dazu, die Geschwister der Eltern, also unsere Tanten und Onkel, natürlich auf beiden Seiten von Mutter und Vater, die Eltern unserer Eltern natürlich wieder und deren Geschwister, aber auch Halbgeschwister. Das heißt, wenn unsere Eltern oder Großeltern Kinder mit in die neue Ehe gebracht haben, zum Beispiel weil der erste Partner verstorben ist oder weil es Trennungen gab. Auch das werden wir aufs Genaueste beleuchten, wie da die Wirkkräfte sind. Die früheren Partner der Eltern gehören auch dazu. Die ersten Lieben unserer Großeltern gehören dazu, die wir natürlich, an die wir gar nicht denken. Aber da spielt natürlich das Organ Herz eine große Rolle, auch manchmal die Bauchspeicheldrüse, wo diese Liebe nicht fließen konnte, weil eben die erste Liebe verstorben ist oder im Krieg geblieben ist. Ihr seht, die Abgänge oder die Abtreibungen der Eltern oder Großeltern können eine große Rolle spielen. Adoptierte Kinder sind ganz, ganz wichtig mit einzubeziehen. Und ich erlebe immer wieder, dass ich Patienten habe, die von Eltern adoptiert wurden. Die Adoptiveltern spielen natürlich neben den leiblichen Eltern eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Die Claudia fragt gerade, was ist, wenn wir das nicht wissen, weil nie drüber gesprochen wurde. Das ist leider oft der Fall, Claudia, dass viele unserer Eltern oder Großeltern natürlich nicht über diese Verletzungen und über diese schweren Schicksale sprechen wollen. Manchmal findet sich noch ein Familienmitglied, die bereit sind, ein bisschen was zu erzählen. Wenn alle schon verstorben sind, dann empfehle ich, wirklich eine systemische Aufstellung mal zu machen in diesem sogenannten morphischen Feld, in dem wir da eingebunden sind, zeigen sich dann oft, das ist eine Frage, zeigen sich dann oft Dynamiken, Schicksale, Gefühle, wer war mit wem verbunden, wer fehlt vielleicht, wo haben die Seelen denn wirklich hingeschaut, da zeigt sich das dann oft in der praktischen Arbeit. Aber was ich oft erlebe, und das ist auch sehr, sehr berührend, dass durch diese Motivation, die ich gebe, frag doch nochmal nach, wer lebt noch, wen könntest du noch fragen? Ja, zu dem habe ich gar keinen Kontakt mehr, schon viele Jahre. Und die Patienten und Patientinnen trauen sich dann anzurufen, und es entsteht plötzlich ja wieder so ein herzlicher Kontakt. Die
Tanten, die Urtanten, die Uronkel erzählen dann plötzlich und befreien sich dadurch natürlich auch nochmal sehr, sehr stark. Und es, wir erfahren dann oft sehr, sehr hilfreiche Informationen, die für den Heilweg und für die Ausheilung auch von den Symptomen oder von den Krankheiten, weswegen die Patienten dann kommen, womit wir dann weitergehen können. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, Claudia. Hier, das ist jetzt die Basis. Könnt ihr natürlich auch schon mal abzeichnen, wenn ihr wollt, so nebenbei. Das wird die Basis sein von unseren 6 Abenden. Wir werden natürlich viel praktisch auch machen, viele Fälle besprechen, üben. Was können wir sehen? Es braucht natürlich dann auch euren Einsatz, ein bisschen einen Austausch. Wir werden auch unsere Intuition schulen dabei, die Wahrnehmungskanäle schulen. Ihr seht hier unten, nehmen wir mal an, hier, das ist mein Patient, der vor mir sitzt. Die Männer sind rechteckig gezeichnet, weil die sind immer ein bisschen mehr rational, vernunftsbezogen. Die Frauen sind rund gezeichnet, mehr emotional, mehr passiv auch in ihrer inneren Haltung, mehr intuitiv, ohne das beides zu bewerten. Aber das soll das einfach darstellen. Ihr seht, dass ich die so aufzeichne, wie wenn sie uns anschauen. Diese Linie soll zeigen, dass Mutter und Vater über Liebe miteinander verbunden sind oder waren, je nachdem, ob sie noch zusammen sind und ob sie noch leben natürlich. Und daraus sind 2 Kinder entstanden. Das eine ist der Patient, das andere ist die Schwester des Patienten. Spiegelverkehrt, das heißt, der Vater ist auf der rechten Seite, die Mutter ist auf der linken Seite. Die Erstgeborenen werden aufgezeichnet von rechts nach links. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja auch klar, der Vater hat wieder Eltern, die Mutter hat wieder Eltern und hier fehlen natürlich jetzt noch die Geschwister vom Vater und die Geschwister von der Mutter. Und schon vorweggenommen, ich schreibe dann hierhin, Großvater war in Gefangenschaft in Russland, ist verletzt heimgekommen nach 6 Jahren Gefangenschaft. Der Vater hatte den die ersten 6 Jahre gar nicht gesehen, weil die Mutter gerade, also dann die Großmutter natürlich hier vom Patienten, mit ihm schwanger war. Und welche Auswirkungen kann das haben auf den betroffenen Patienten, der vor mir sitzt? Und das ist, ja, ich kann ohne dieses Genogramm meine Arbeit mir gar nicht mehr vorstellen, weil es mir so viel Hintergrundinformationen gibt, auch welche naturheilkundlichen Medikamente ich jetzt einsetzen möchte und natürlich, wie ich meinen Patienten oder meine Patientin dann auf diesen Weg begleite. Das ersetzt natürlich auf keinen Fall eine Blutdiagnostik, eine Stuhldiagnostik. Das ersetzt keineswegs, dass ich Ausleitungstherapien mache. Aber aufgrund dieser Seelenanamnese, wie ich sie nenne, und aufgrund dieses Genogramms, nehme ich natürlich sogenannte Energiemittel dazu, weil meiner Meinung nach echte Heilung stattfindet auf der Körper-, Geist- und Seelenebene. Das heißt, ich muss den Körper unterstützen auf alle Fälle. Ich muss aber auch auf diese Gefühle, Emotionen und auf die Glaubenssätze meiner Patienten eingehen, die die Psyche widerspiegelt. Und ich schaue auch auf diese Seelenebene, die ich natürlich dann besser beleuchten kann, indem ich auf die Familie schaue. Ein sehr, sehr schönes Buch, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch schon ein bisschen einlesen wollt. Ich halte es gleich in die Kamera. Ich habe es verschlungen und es liest sich einfach sehr, sehr schön. Ihr kennt es vielleicht auch schon, das heißt Kriegsenkel von der Sabine Bode, die für den Spiegel als Reporterin gearbeitet hat oder immer noch arbeitet.
Die Erben der vergessenen Generationen, die Enkel sind natürlich wir. In meiner Generation, also die, die so um die 50 sind, Mitte 50. Und es ist ein sehr, sehr bewegendes Buch. Sie schreibt natürlich auch und stellt ganz schön heraus, die traumatischen Erlebnisse hatten hauptsächlich unsere Großeltern. Unsere Eltern sind in diesem Nebel, in dieser Verwirrung, in diesem Leid aufgewachsen. Und wir als letzte oder vorletzte in dieser Generationenreihe haben die Symptome bekommen, haben die Krankheiten dann entwickelt, weil diese Schicksale, diese Traumata, diese Verletzungen nicht ausgeheilt, psychotherapeutisch begleitet und integriert werden konnten von unseren Großeltern. Es ging ums nackte Überleben. Wenn wir von der WHO mal die Definition von Gesundheit anschauen, da wird genau das beschrieben eigentlich, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, es ist das Gleichgewicht von körperlicher, psychischer, seelischer, also das Wort Seele kommt da auch vor in dieser Definition, und sozialer Gesundheit. Und dann frage ich mich natürlich, warum, wenn wir zu einem allopathischen Arzt gehen oder im Krankenhaus landen, warum dann nicht auf diesen drei Ebenen auch behandelt oder warum die zumindest nicht angeschaut werden. Und wir tun das natürlich in dieser Webinarreihe sehr, sehr intensiv. Und hier habe ich die Loyalität nochmal beschrieben. Und die wichtige Frage, die wir uns natürlich stellen, ohne sie sofort zu beantworten, sondern wirklich erstmal in unser Herz spüren, darf es mir besser gehen oder darf ich gesünder sein als meine Vorfahren? Weil sich eben oft im System die Wiederholung einer Krankheit zeigt, die Schulmedizin sagt dann sehr, sehr schnell, das ist genetisch bedingt, ist es auch manchmal, aber dieses Krankheitsthema und die Belastung hängt natürlich als übergeordnetes Thema in der Familie. Manchmal gibt es sogar einen gleichen Zeitpunkt. Manche Patienten fragen mich, jetzt bin ich 45, wieso wäre ich jetzt gerade krank? Und wenn ich dann aufs Genogramm schaue, dann sehe ich, naja, die Großmutter ist auch mit 45 bettlägerig geworden oder hatte mit 45 den Unfall, ist von der Leiter gestürzt, saß im Rollstuhl, und das ist bewegend, ja. Also die Patienten sitzen dann oft sehr bewegt, berührt. Auch die Männer übrigens mit Tränen in den Augen vor mir, wenn ihnen das dadurch bewusst wird. Und wenn sie dann gehen, sagen, boah, das ist unglaublich, wir haben da jetzt gar nicht wirklich dran gearbeitet, sondern wir haben nur hingeschaut, ist es mir jetzt bewusst und ich habe das Gefühl, ich bin um 20 Kilo leichter. Die Andrea fragt noch, ich gehe ganz kurz auf die Frage ein, spielen sich diese Krankheiten immer innerhalb von drei Generationen ab oder kann das auch noch weiter gehen beziehungsweise noch früher zurückliegen? Das ist eine ganz gute Frage, Andrea. Das kann noch weiter zurückgehen. Ein Freund von mir, den ich sehr, sehr wertschätze, Künstler, bei dem geht sein Thema im Moment auch gerade an Prostatakrebs erkrankt, zurück bis ins 16. Jahrhundert. Er weiß es zufällig, weil es eine Familienchronik gibt. Ich habe manchmal auch Patienten vor mir sitzen, da kann ich ins Internet gehen, weil die adelig sind, also adelige Abstammung haben. Und das ist alles dokumentiert, was die Vorfahren da erlebt haben, wer was besessen hat, wo die gelebt haben, mit wem die zusammen waren. Also manchmal ist es, wie Claudia sagt, dass es schwierig ist, was herauszufinden und manchmal ist es so transparent, weil es eben Aufzeichnungen gibt. Ich bin kein Katholik, aber in der Bibel steht, es geht über 7 Generationen und ich kann das wirklich nur so auch bestätigen.
Das Übernehmen von Schuld und Schuldgefühlen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also dadurch versuchen wir natürlich auch, Schicksale unbewusst auszugleichen. Das Familiensystem in sich hat eine Ordnung. Über diese Ordnung werden wir natürlich auch nochmal sprechen. Bert Hellinger mit anderen Psychotherapeuten natürlich zusammen, also er nicht alleine, aber er war einer der großen Vorreiter, hat mit den Zulus gelebt in Afrika, also einfach ein Naturvolk, und in diesem Zusammenleben mit diesen Menschen, die wirklich mit der Natur leben, hat er gesehen, es ist unglaublich, jeder in dieser Ordnung, in diesem Stamm, in diesem Dorf hat eine Aufgabe. Und jeder ist gesehen und gewürdigt in diesem Dorf, auch die alten Menschen. Die passen auf die Kinder auf, während die Frauen kochen und nähen und etwas kreieren, während die Männer jagen. Jeder hat eine Aufgabe, die einen schlichten den Streit, der da ist, die einen passen aufs Feuer auf, die einen sind Heiler. Also jeder schaut, dass es der Gemeinschaft gut geht, und er hat gemerkt, in dieser Gemeinschaft funktioniert die Ordnung und jeder ist einigermaßen gesund und heil. Und er hat es dann verglichen mit der westlichen Welt und hat gemerkt, bei uns brechen diese familiären Zusammenhänge auseinander, und das erschafft Leid und Krankheit. Und wenn diese Ordnung gestört ist durch Schicksale, durch übernommene Gefühle, durch Ungleichgewicht, auch durch Schuld, dass sich jemand, also wo sich jemand etwas zu Schulden kommen hat lassen, bei uns natürlich das große Thema Nationalsozialismus, dann passiert es oft, dass später Geborene versuchen, diese Schuld auszugleichen. Und wir beleuchten natürlich ganz, ganz stark dieses Thema Gesundheit und Krankheit. Also ihr seht hier die übernommenen Gefühle nochmal, die Trauer, die ich vorhin schon erwähnt habe, die Lungenerkrankungen verursachen kann, wenn sie nicht gelebt wird und nicht ausgedrückt werden kann. Ängste, unbewusste Ängste, die dann das Nierensystem belasten. Schuldgefühle, die dann das Blasensystem belasten. Wir werden das ganz, ganz genau erforschen, jedem Organsystem zuordnen, auch der Haut, auch den mehr weiblichen Themen, den mehr männlichen Themen. Und ihr werdet sehen, dass das extrem spannend und bewegend ist. Und es geht natürlich, wenn wir uns mit Gesundheit beschäftigen, das Ja zum Leben zu finden. Hier sind jetzt ein paar Schicksale erwähnt. Das ist ein kleiner Bruchteil, aber mir war es wichtig, dass du einfach so ein bisschen eine Idee kriegst. Was meine ich denn eigentlich mit Schicksalen, die in der Familie passiert sind? Was ich von Anfang an geliebt habe an dieser Arbeit, sie ist wertfrei. Ich bin nicht am Herausfinden, wer hatte Schuld, wo hat das Leid begonnen und der ist jetzt zu verurteilen oder auszuschließen. Im Gegenteil, diese Vorfahren gehören gesehen. Es hilft ihnen, wenn wir ihnen vergeben. Es hilft ihnen, wenn wir ihnen über Rituale, über gute Wünsche Kraft schicken und wenn wir uns nicht mit ihnen verbinden über das Mitleiden. Zu früh verstorbene Vorfahren, das Beispiel mit dem Lastwagenfahrer, der gerade dabei war, 40 zu werden, das ist so ein Beispiel. Ich beobachte immer wieder, wenn ich das Genogramm aufzeichne, dass zu einem gleichen Zeitpunkt die Vorfahren krank werden oder versterben oder die Symptome kriegen, abgetriebene Kinder, ausgeschlossene Familienmitglieder, weil sie so anders waren, also Frauen, auch Urgroßmütter, die Heilerinnen waren, die mit Steinen, mit Pflanzen geheilt haben, oder Familienmitglieder, die verrückt waren, die dann
so hieß es damals, im Irrenhaus und dann dahin vegetiert haben, vergessen wurden da traumatische Erlebnisse, die unsere Vorfahren erlebt haben, Gewalt und Missbrauch natürlich, Tabus und Familiengeheimnisse. Tabus, Familiengeheimnisse legen sich oftmals hier auf das fünfte Chakra, was gekoppelt ist mit der Schilddrüse, mit Erkrankungen im Kehlkopfbereich, mit Erkrankungen im Lungenbereich, weil es ja darum geht, die Wahrheit auszusprechen, ja, ohne jemanden zu verurteilen. Selbstmord, Selbstmordgedanken, unterschiedliche Nationalitäten unserer Vorfahren. Das kann oft so ein Gefühl von Entwurzelung machen, ja, dass wir schlecht unseren Platz finden, was da wieder dann Darmerkrankungen auslösen kann. Auch darüber werden wir ganz, ganz detailliert nochmal besprechen. Abhängigkeiten und Süchte. Wir haben im Deutschen dieses schöne Wortspiel, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache, die auch oft Gefühle sehr, sehr schön beschreibt. Es gibt dieses Wortspiel Sucht und Süchte. Und vielleicht suche ich über meine Sucht jemanden, den ich in meinem Familiensystem vermisse oder der ausgeschlossen wurde. Egal welche Sucht es ist, es kann Alkoholismus sein, es kann eine Spielsucht sein, Sexsucht, Arbeitssucht. Es gibt vielfältige Süchte und auch die Auswirkungen natürlich auf den Körper werden wir hier natürlich besprechen. Ich habe hier nochmal das Organ Lunge hervorgehoben, dass ihr einfach so ein bisschen eine Ahnung kriegt, wie meine Art ist zu denken. Sie ist dem aus der TCM, dem Metall, zugeordnet, steht für die Trauer, für die Leidensfähigkeit natürlich auch, für das Zulassen der Tränen. Und wenn ein Schicksal auf die Lunge schlägt, dann seht ihr hier die Lungenerkrankungen, die wir natürlich ja auch nochmal beleuchten. Wir werden auch Nosoden, sogenannte Nosoden, besprechen, die wir einsetzen können, auch um diese Seelenthemen aufzulösen, sie zu heilen oder sie auf den Heilweg zu bringen. Pulmodegenerationsnosode heißt eine, die die Lunge sehr, sehr schön unterstützt, so dass unser Immunsystem erkennt, schau mal, du hast hier die Trauer eingelagert, jetzt schau sie dir an, beschäftige dich damit. Auch wenn natürlich ein geliebter Mensch verstorben ist, der nicht betrauert werden konnte, während die Bronchi-Degenerationsnosode, die für die Bronchien steht, eher ausdrückt, dass ich unter Druck stehe, dass ich zu wenig Raum habe, mich zu entwickeln, dass ich mich eingeengt fühle und dass ich unter einem inneren Stress leide. Und da werden wir natürlich alle Organsysteme nochmal durchgehen. Hier das Thema Depression, was auf der Empfindungsebene für die betroffenen Menschen bedeutet, ich kann nicht aufstehen morgens, ich kann meine Herausforderungen nicht bewältigen, ich kann meiner Lebensaufgabe nicht nachgehen. Und oft ist die Depression gekoppelt mit Emotionen, die nicht ausgedrückt werden können, oft mit einer Wut, mit einer Aggression, mit einer Enttäuschung, die auch gekoppelt ist damit, dass die betroffenen Menschen ihre Eltern ablehnen. Und da ist natürlich der Prozess, das ist natürlich ein Weg dahin, die zu lernen mit diesem systemischen Blick, weil das hilft natürlich, die Eltern so anzunehmen, wie sie waren, oder die Großeltern. Und mir hat der Satz geholfen, als ich an meinen Themen gearbeitet habe, ich lehne ja eigentlich nicht meine Mutter ab oder meinen Vater, sondern ich lehne die Verstrickung und die Verwirrung und das Durcheinander ab, in dem sie leben oder gelebt haben, weil es sich so belastend auf mich ausgewirkt hat.
Und das hat mir geholfen. Ich lehne den Menschen ja nicht direkt ab, sondern die Verwirrung, in die eingebettet waren, die sie auch nicht lösen konnten und die sie auch von ihren Eltern übernommen haben. Wir werden lösende Sätze und Rituale natürlich bearbeiten. Ich mag die gerne mit euch teilen, die ich auch in der praktischen Arbeit immer wieder als, ich sage immer, die fallen mir jetzt gerade ein. Es kommen in jeder Aufstellungsarbeit oder auch in jeder Anamnese mit Patienten neue Sätze dazu, weil die Themen natürlich unterschiedlich sind. Aber es gibt natürlich Wörter oder Sätze, die sich immer wieder wiederholen, weil sie sich bewährt haben, weil sie das Herz aufweichen, weil sie Verbindung bringen, weil wir uns leichter fühlen dadurch. Und ihr seht, diese beiden Wörter, die wir eigentlich im Alltag oft benutzen, die Wörter Bitte und Danke, lässt uns einfach demütiger werden. Ein Satz einfach, ich sehe dich jetzt, ja, oder ein Satz wie, es tut mir leid, es tut mir auch leid, was dir zugestoßen ist, befreit uns im Innersten, ja, weil wir einfach unser Herz wieder öffnen können, weil wir uns wieder als eine Seelenbewegung annähern können an unsere Vorfahren, die belastet gelebt oder gestorben sind. Und allein schon eine Klärung, du bist mein Vater oder du bist mein Großvater, du bist meine Mutter, kann klären, wenn da eine Verwirrung drauf ist. Also viele Adoptivkinder sagen zu ihrem Pflegevater oder zu ihrem Adoptivvater Vater, obwohl es eigentlich einen echten leiblichen Vater gibt. Und das kann auch eine Verwirrung kreieren. Ich hatte in meinem System eine Pflegegroßmutter, die mit unserer Familie gar nicht verwandt war. Und was sich wiederholt hat in unserem Familiensystem, ist, dass sie meinen Vater großgezogen hat und auch mich die ersten Jahre großgezogen hat. Und da ist es natürlich wichtig, Pflegeoma zu sagen, ja. Und die war natürlich auch ein bisschen wie meine Mutter, weil sie auch sehr, sehr liebevoll war zu mir. Sehr, sehr streng zu meinem Vater übrigens. Und diese klare Einteilung und diese klaren Sätze schaffen eine Lösung und befreien uns dann natürlich auch, wenn Unklarheit und Unordnung in unserem System herrscht. Also diese Klärung von Gefühlen nenne ich zuordnen. Und wenn du nochmal dir in Erinnerung rufst, ich kann auch nochmal ganz, ganz kurz zurückgehen zu dem, zu unserem Genogramm, wenn ich jetzt einfach hier das benutze und die Emotionen zuordne, also die Oma, die 2, 3 Kinder verloren hat, dann schreibe ich hier drüber Trauer. Der Großvater, der in Gefangenschaft war, dann schreibe ich dahin Trauma und Leid, Erfahrung, ja, Hilflosigkeit vielleicht auch. Wenn der gefroren hat, ja, weil er in Stalingrad war, beobachte ich manchmal, dass die nachfolgenden Generationen die gleichen Symptome haben, Kältegefühle, ständig kalte Füße, kalte Hände, so ein Frieren auch, das sich über den ganzen Körper ausbreitet. Und in dem Moment, wo wir das in dieses Genogramm hineinschreiben, entsteht in uns eine Klarheit und wir können diese Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes zuordnen, bei den Betroffenen ahnen lassen und ihnen dann über ein Ritual Heilung wünschen, Kraft wünschen und Frieden. Was ich natürlich eingangs gesagt habe, und Julia hat es auch natürlich ganz, ganz richtig erwähnt, es geht ja darum, dass wir diese Brücke bauen in die Naturheilkunde hinein. Das heißt,
mich hat dann angefangen zu interessieren, Mensch, welche Heilpflanzen kann ich denn jetzt verwenden, wenn ich das und das Thema habe und diese Verstrickung oder dieses Schicksal erkenne im Aufzeichnen vom Genogramm. Welche Heilmittel, Energiemittel kann ich dann denn jetzt einsetzen und meine betroffenen Patienten unterstützen? Und auch das kriegt ihr natürlich sehr, sehr intensiv ausgearbeitet, auch mit den Dosierungen natürlich im Skript und natürlich auch in meiner Präsentation. Ich habe euch jetzt hier Archangelika ausgesucht, eine Pflanze, die ihr vielleicht kennt. Große Schutzpflanze, die den eigenen Seelenraum schützt und wo ich wieder leichter spüre, was sind denn meine Gefühle, was gehört zu mir und was habe ich übernommen. Aber auch eine Pflanze, das sieht man sehr, sehr schön in diesem Aufbau, die aufrichtet, ja, aus dem Magen über den Brustraum, die Schultern öffnet, das Herz öffnet und uns wirklich auch in der Wirbelsäule aufrichtet. Sie hilft uns, Ängste loszulassen, Verlassensängste vor allem auch, wenn sich die Eltern getrennt haben, wenn sich Großeltern getrennt haben und wir haben das übernommen. Und ihr seht hier unten sehr, sehr schöne Heilpflanze bei Panikattacken, auch wenn wir Kriegsschicksale übernommen haben von unseren Vorfahren. Das ist jetzt nur ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Die Urtinkturen werden niedrigst dosiert gegeben, 1 bis 2 Tropfen nochmal verdünnt, dass sie wirklich diese Seelenebene berühren. Und das Wesen der Pflanze beschreibt natürlich, dass sie selbst ein Handicap hat, mit dem sie klarkommen muss in der Natur. Und bezeichnenderweise hat sie eine Kompensation gefunden. Und das nennen wir das Wesen der Pflanze. Und über diese Kompensation hilft sie uns, als ob sie uns an die Hand nimmt. Ich nenne diese Wesenspflanzen Wegbegleiter, die mich an die Hand nehmen, die mich begleiten und aus dieser Belastung herausführen und mich befreien. Wir werden über homöopathische Mittel sprechen. Ferrum Metallicum kennst du wahrscheinlich, Pulsatilla genauso aus der Homöopathie. Wir werden sie unter diesem systemischen Gesichtspunkt beleuchten. Du siehst Ferrum Metallicum, das ist das Eisen, das natürlich auch wieder gut zum Krieg passt. Vor allem gefallene Familienmitglieder, gestorbene Familienmitglieder, die vergessen wurden, hilft zu integrieren. Pulsatilla, ein großes Frauenmittel, wenn es um Belastungen der weiblichen Linie geht. Erkrankungen natürlich, die den Unterleib betreffen, Myome, Zysten, auch natürlich bis hin zum Krebs der Unterleibsorgane. Und Pulsatilla hilft einfach, diese Verletzungen der Weiblichkeit, auch wenn Frauen zum Beispiel im Kindbett gestorben sind, zu heilen. Also ich hoffe, dass ihr mehr und mehr Lust kriegt, in dieses Thema einzusteigen. Die systemische Homöopathie, da habe ich euch auch ein Buch mitgebracht, das ich euch empfehlen kann. Von der Dr. Wittorf ist es, ich halte es mal ganz kurz hoch, Heilung beginnt mit Liebe. Es ist ein therapeutisches Buch, das ich euch einfach nur empfehlen kann. Heilung beginnt mit Liebe. Und sie hat herausgefunden, dass es homöopathische Mittel gibt, die wir einsetzen sollten, wenn wir Verletzungen aus dem Familiensystem auflösen wollen. Sie arbeitet sehr, sehr stark mit Patienten, die kriegsbelastet sind. Dann hat sie sehr, sehr schöne Mittel gefunden. Ich beantworte kurz die Frage von der Manuela, weil die natürlich immer wieder auch gefragt wird. Wenn man kein großer Heilpraktiker ist, sondern HP Psych, dann darf ich ja keine homöopathischen Mittel geben. Du darfst aber homöopathische Mittel empfehlen. Oder du hast ein Netzwerk,
dass du sagst, du arbeitest auch mit einem Heilpraktiker zusammen und unterstützt diesen psychisch-seelischen Anteil und der Heilpraktiker macht dann die Ausleitung, die körperliche Unterstützung. Also da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ganz kreativ zu werden. Und auf alle Fälle, Manuela, wirst du diese Webinarreihe lieben und sie wird dich wirklich auch nochmal stark unterstützen, auch als HP Psych, weil du ganz, ganz viele Anregungen, praktische Anregungen mitkriegen wirst für deine psychotherapeutische Praxis. Kann ich wirklich so dich nochmal ermutigen. Die Claudia fragt jetzt ein ganz übergeordnetes Thema. Was ist, wenn Seelen wieder im neuen Leben inkarniert sind? Beeinflussen diese dann trotzdem noch das eigene Familiensystem? Ja, es ist ja nicht der Mensch oder die Seele an sich, sondern es ist die Verstrickung, die uns ja bindet. Also das, was passiert ist, hinterlässt die graue Wolke. Und die gehört aufgelöst oder die gehört integriert, gesehen, gefühlt nochmal, ja. Und sodass die Ordnung im Familiensystem wiederhergestellt werden kann und die übernommenen Gefühle, die übernommenen Dynamiken leichter losgelassen werden können. Ich zeige euch das nochmal ganz, ganz fertig, was ich mit einfließen lassen werde. Sogenannte Schlangenmittel. Ihr seht hier den Land-Taipan, die giftigste Schlange, die es auf der Welt gibt, auf der Erde gibt. Kommt in Australien vor, wird auch noch riesengroß, bis zu 2,50 Meter. Und da siehst du hier, das ist der Oxyuranus und der steht auch oft für diese ganz gewalttätigen Themen, für Entfremdung, für Rache, die passiert ist im Familiensystem, aber auch für Nazi-Themen, nationalsozialistische Themen, mit denen wir immer noch in Resonanz gehen. Lachesis habe ich hier nochmal erwähnt. Die Beschwerden sind linksseitig im Körper, die Erkrankungen sind meistens linksseitig. Die Patienten sagen dann, ja, bei mir spielt sich alles linksseitig ab. Und ein sehr, sehr schönes Mittel auch für Verhaltensstörungen im Kindesalter, wo ich auch immer wieder sehe, die Kinder als letztes Glied haben natürlich immer recht mit dem, was sie ausdrücken. Und Manuela, du wirst ganz viele Puzzleteile zusammengesetzt bekommen, auf einem, vielleicht auf einer tieferen Verständnisebene. Das heißt, ADHS, Kinder mit ADHS, Kinder mit Unverträglichkeiten, mit Verdauungsproblemen, mit Ängsten, mit Durchschlafstörungen. Wenn wir auf das Genogramm schauen, finden wir meistens Dynamiken, mit denen diese Kinder in Kontakt sind, ungeklärte Schicksale, mit denen auch ihre Eltern, also die betroffenen Eltern dann in Resonanz sind. Und die Kinder versuchen, das über das Symptom auszudrücken. Und eine ganz, ganz liebe Lehrerin von mir, die hat immer gesagt, die Kinder haben in dem, was sie ausdrücken und dem, was sie tun, immer recht. Im Sinne davon, dass sie einfach ein Symptom widerspiegelt, etwas, was im System des betroffenen Kindes noch nicht geheilt oder angeschaut werden konnte. Zum Abschluss habe ich euch nochmal einen schönen Ritualsatz zusammengeschrieben, den ihr natürlich dann auch verwenden könnt. Ich gebe ihn sehr, sehr gerne weiter. Viele sind sehr, sehr berührt, wenn ich ihn ausspreche. Wenn wir ein Schicksal finden, natürlich im Genogramm, was mit der Erkrankung zu tun hat bei den betroffenen Personen. Lieber Opa, liebe Oma, es tut mir leid, was euch zugestoßen ist.
und was ihr erleben musstet. Man kann natürlich auch nochmal aufzählen, was passiert ist. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr, wo immer ihr gerade seid, Frieden gefunden habt. Und ab jetzt verbinde ich mich über das Verstehen und über die Empathie und nicht mehr über das Mitleiden von euch. Dieses Mitleiden hilft ja weder mir noch euch. Es macht euch ja auch nicht lebendig. Es nimmt auch euer Leid nicht weg, das ihr erleben musstet. Und ab jetzt erlaube ich mir, auf mein Leben zu schauen, auf meine Gesundheit, sodass es mir in allen Lebensbereichen gut gehen darf. Und das ist es verändert einfach den Blick, den Bezug und natürlich auch die Liebesfähigkeit zu unseren Vorfahren, wenn ich natürlich breiter schaue und nicht verurteilend. Und zum Abschluss, weil wir natürlich auch über sehr, sehr viel Belastendes gesprochen haben, das werden wir natürlich in diesen Webinar-Abenden auch immer wieder tun. Wenn euch das Freude macht und wenn euch das bewegt und berührt, dass ich natürlich auch immer wieder Rituale und Affirmationen vorschlage. Das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Affirmation, die ich vom Anton gekriegt habe in der Schweiz. Und die ich auch für mich auch nach einem Praxistag immer wieder anwende, um meinen Tag abzuschließen, vor allem wenn mich etwas berührt hatte, was vielleicht auch mit meinem Leben zu tun hatte oder weil ich einen Patient, eine Patientin oder ein Kind, das bei mir war, sehr sympathisch fand und sehr ans Herz genommen habe, dann spreche ich einfach immer wieder dieses Gebet aus. Und du kannst es einfach so abschließend auf dich wirken lassen, nochmal im Geist und mit all meinen Körpern, auch meinen energetischen Körpern, bin ich immer verbunden mit der göttlichen Allliebe. Aber niemals mit meinem eigenen Leiden, mit dem Leiden, den Mustern und den Themen, sowie den negativen Energien von mir oder von anderen, von meinen Eltern oder Großeltern, oder aus einem anderen Leben. Ich bin der, der ich bin. Ich bin die, die ich bin, im Hier und Jetzt. Und ich bin immer verbunden mit der göttlichen Allliebe. Ja, ihr habt gar nicht so viele Fragen gestellt. Vielleicht habe ich auch schon einiges beantwortet. Was auch noch mein... Das sage ich jetzt abschließend auch nochmal, was wir auch besprechen, sind natürlich die Organ- und Chakrenzusammenhänge, auch für die von euch, die als HP-Psych in der Praxis arbeiten, ist es extrem hilfreich zu verstehen, wie kann ich die einzelnen Brücken bauen, wie verstehe ich meinen Patienten, meine Patientin auf der Körper-Geist-Seele-Ebene. Und wir werden natürlich sehr, sehr viele Lösungsaspekte mit einbauen, mit denen, die wir natürlich dann unseren betroffenen Patienten mit an die Hand geben können. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, dass ihr Lust gekriegt habt auf mehr. Die Julia hat schon eingangs gesagt, es wird ein sehr, sehr schönes Skript geben, sehr, sehr umfangreich, in dem du natürlich dann auch wieder immer wieder nachschauen kannst. Ich finde es auch hilfreich und wunderbar, dass das ZFN anbietet, dass ihr es immer wieder auch anschauen könnt, dass es online gestellt wird, sodass ihr auch nochmal andere Sachen wahrnehmt und nochmal ein bisschen genauer hört. Ja, man hört ja auch immer wieder was Neues dann dazu. Und danke fürs Dabeisein, für die Fragen, die ihr gestellt habt und dir, Julia, für deine liebe Präsentation. Ja, du. Und wir werden uns jetzt noch gut gehen lassen heute Abend und noch schön essen gehen. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Freue mich auf euch. Bleibt wohl auf und gut in eurer Mitte. Und lasst euch's auch gut gehen. Danke euch allen.
Also von unserer Seite auch noch, von uns vom ZFN, vielen Dank, dass Sie alle heute Abend dabei waren, am Freitagabend. Und ja, für mich auch sehr berührend. Also ich habe die ganze Zeit im Hintergrund natürlich auch zugehört. Und ich denke, das sind Themen, die uns tatsächlich alle betreffen. Und ja, alle, die dieses Alter haben, was in dem ja wir uns ja auch bewegen, die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich sind, es geht doch ziemlich weit zurück. Und also ich konnte sehr viel damit anfangen und freue mich wirklich enorm auf den Kurs, werde auch dabei sein, weil ich glaube, der bringt uns weiter. Also nicht nur unsere Patienten, sondern auch uns selbst. Danke für euer Feedback. Ich lese immer noch. Ja, es ist berührend. Was ihr so in den Chat schreibt. Ein sehr gutes Wort. Schön.